Ja, ein herzliches Jodlinti, lieben Leute von heute. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Hogwarts Legacy. Fertig mit der zweiten Prüfung der vier. Das bin ich und ich muss zur Kartenkammer gehen, denn dort geben wir mal die Prüfung ab und schauen, also sagen dem Rookwood, den Charles, was wir gesehen haben. Das war Isidore Morganach, die quasi aus eigener Kraft ihren Vater geheilt hat, aber das eine unerforschte alte Magie ist, also eine unerforschte Art der alten Magie. Also ihr habt es ja hoffentlich in der letzten Folge gesehen. Wenn nicht, schaut gerne zurück. Ja, also wie gesagt, was hat es mit dieser Isidora Morganach auf sich? Ich vertraue ihr nicht. Ich kann ihr wirklich nicht vertrauen. Ich weiß nicht, was sie vorhat oder... Ich kann es nicht sagen, Leute. Schauen wir mal weiter. Ich muss mir nachher auf jeden Fall einen Kaffee machen. Ja, so ist das. So. Gut. Sie sind zurück. Ja. Und sogar in einem Stück. Oder in eineinhalb. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Hm. Ja, die da. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Jo, na gut, ihr Lieben, na haben wir das einmal. Fitzgerald ist ja auch dazu gekommen. Ich spreche mal mit Professor Fick. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. So, dann würde ich mal sagen, werden wir wahrscheinlich aufwachen in unserem Gemach, in unserem Schlafgemach. Nur doch nicht. Es schneit! Winter in Hogwarts! Ach du Schande! Schnee! Doch, wir wachen doch auf in unserem Schlafgemach. Oh, Leute! Gut, ihr Lieben, jetzt bekommen wir sicher viel Eulenpost. Charles Rookwoods Prüfung passt! Auftrag abgeschlossen. Wieder einiges an Erfahrungspunkten. Es kommen Eulen, passt auf. Ich weiß auch schon, welche Eule. Eine von Poppy Sweeting. Ich schätze mal, Sebastian Cello wird auch noch was...
Natti erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Deke erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Mhm. Cool. Sebastian, hast du auch noch was zu sagen? Leute, Nachrichten lesen. Ja, haben wir keine Nachrichten mehr, Leute, ne? Nö. Keine Eulenpost mehr, aber neue Ausrüstung, Leute! Wartet mal ganz kurz. Die Handschuhe könnte ich eigentlich allesamt verkaufen, schätze ich mal. Die Brille macht mich auch schlechter. Da haben wir einen neuen Schal, der macht mich auch viel schlechter sogar. Dann haben wir da noch was. Das macht mich in der Offensive schlechter, aber in der Verteidigung besser. Weiß nicht genau, nö. So da, ihr Lieben. Ich würde mal sagen, wir haben 30 Spielstunden absolviert. Leute, 30 Spielstunden. Oh. Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Professor Howin! So, habe ich jetzt eine neue Eulenpost? Weil irgendwie hat sich das was überschnitten. Kann das sein? Nö. Doch nicht. Gut. Leute! So, da. Ah, gibt's da irgendwo was Rivalisierendes? Ich meine, ja. So, ihr Lieben, na, dann haben wir neue Aufgaben. Zum Beispiel hier haben wir Astronomieflügel. Was haben wir da zum Beispiel? Sprich mit Deke im Raum der Wünsche. Soll ich das jetzt schon machen oder was haben wir da zum Beispiel? Sprich mit Samantha Dale, das Ende eines Fluchs. Nö, wir machen das einmal mit dem Tierwesen. Da gehe ich einmal in den Raum der Wünsche, aus dem Grund, weil, ja, der Deeks hat noch was für uns, denn dann können wir endlich lernen, wie man, wie ihr ja schon vorher gehört habt, wie man Tierwesen züchtet. Oh, Hacke die Hack, was war da gerade? Ja, sei einfach kurz leise, ich muss mega Powertränke mal herstellen. Es ist wichtig, ich habe null... Ich habe nichts, keine Powertränke mehr. Somit muss ich endlich wieder welche herstellen. Ich kann eh so viele herstellen, habe so viele Horklumpsäfte und keine Ahnung was. Geld habe ich auch mittlerweile schon wieder über 7000. So, also... Ja, also zweite Prüfung abgeschlossen und da muss ich ehrlich sagen, ich war noch nie in der dritten Prüfung. Denn auch in meinem privaten, auf meinem privaten Spielstand auf der Xbox drüben habe ich nur zwei Prüfungen abgeschlossen. Das heißt, ab der dritten Prüfung weiß ich ja wirklich nicht mehr, wie es weitergeht. Jetzt weiß ich noch ein paar Questen, weiß ich noch, ja. Zum Beispiel das mit den Tierwesen und dann das mit der Poppy Sweeting. Weiß ich auch, das ist nämlich meine absolute Lieblingsqueste. Die ist wirklich cool. Die ich letztens auch erwähnt habe. Ja, mal ein bisschen Zaubertränke hier craften. Mega Powertränke. Ja, mit Zaubertränke. Mega Powertränke heißt das, was die. Ja. Ja, wieder die Hälfte von dem Video ist schon mal um. Ich kann noch 24, könnt ihr noch herstellen. Also es geht sich mit dieser Fuhr komplett aus. Ja, so ist das nun mal. Und da sind wir schon ganz schön weit gekommen jetzt. Die Poppy Sweeting hat noch eine tolle Aufgabe für uns. Ich verrate nicht, welche das ist. Jetzt sprechen wir dann mit Deke und probieren mal das mit den...
wie soll ich sagen, mit den Tierwesen, also über, mit ihm sprechen wir über die Züchtung der Tierwesen. Züchtung. Jo, und dann, ja, ich kann auch einige Heiltränke, also einige Megapower-Tränke machen. Ja, jetzt wieder mal ein bisschen wieder gebraut, das muss auch sein, Leute. Ich benutze eigentlich zu wenig Tränke, eigentlich nie. Ich habe noch nie so diesen Eduros-Trank oder irgendwie so in einem Kampf ausprobiert. Hätte ich wahrscheinlich machen können, Leute, beim letzten Bossgegner, weil der war wirklich heftig. Also es war so knapp, dass keine Heiltränke mehr gehabt, die Leben waren schon fast ganz unten. Also wie jetzt, also in der letzten Folge bei der Prüfung, bei der zweiten. Also es war schon wirklich absolut heftig, Leute. So, machen wir da noch einige Tränke. Rüsten wir mal komplett auf hier. Das mit den Tierwesen ist richtig schön nice. Also muss ich ehrlich sagen. Mega Power Tränke. Ah ja, genau. Wir können ja endlich wieder mal Ding dazu machen. So Skill, Leute. Loh. Ich habe sicher schon ein paar Skillpunkte. Das Lied ist immer so cool. Ah, Wahnsinn. Ja, Pix, ich komm gleich. Ich mach noch ein paar Tränke, ja. Wir gehen eh schon bald die Horklumpsäfte aus. Ich habe aber zum Glück so viel gesammelt, das ist cool. Also was wir schon weitergeschafft haben, das ist so richtig fein, Leute. Jetzt geht das Spiel wirklich immer mehr. Ich möchte es nicht sagen, dem Ende zu, aber es ist schon wirklich, wir sind schon recht weit gekommen, haben nur noch zwei Prüfungen eigentlich vor uns. Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Leute, habt ihr gehört? Sebastian Cello hat sich bei uns gemeldet. Habe ich vorher schon gesagt. Er wird sich auch sein Zelt dazugeben. Also, er hat was gefunden. Im Skriptorium. Buch. So ist der Wasser, aber jetzt werde ich keine weiteren Tränke mehr brauen. Ich möchte nicht die ganze Folge da jetzt nur mit Tränken brauen verbringen. Doch ein bisschen mache ich noch. Weil die ganze Folge da lang nur Tränke brauen ist auch ein bisschen langweilig, Leute. Jo, so ist das nun mal, ne? Mega Power Tränke. Ja, ich möchte gleich die Chance nutzen, hier erst einmal liebe Grüße dazulassen an gewissen Leuten. Eben meine Mutti, hallo Mutti, hab dich lieb. Dann an Alexa Zocht, Hallöchen Alexa. Liebe Grüße an euch alle, auch an die Flammi, liebe Grüße. Und ich weiß nicht, ob er das schaut, aber Marcel darf es, liebe Grüße. Ja, und an den Rest, der noch schaut. Schreibt in die Kommentare, damit ich weiß, dass du schaust. Oh, Leute. Ja, immer wieder liebe Grüße da lassen. An dem liegt mir einfach was, weil ich mag die Leute, die mich umgeben. Das klingt so komisch. Warte mal, identifizieren, Leute. Ich habe was. So. Dix. Hallo, Dick. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Dick dachte, sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Dick schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein Paar in der Nähe? Dick hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln.
Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Diek. Okay. Ja, dann mache ich das. Rette ein Testralweibchen. Ja, weil ich schon ein Männchen habe, deshalb, Leute. Ja, normalerweise würde ja dastehen, rette ein Testralweibchen und dann Männchen, ne? Aber ein Männchen habe ich schon. So, dann mache ich das auf jeden Fall einmal. Kaufe eine Zauberanweisung für Zuchtgehege. Auf jeden Fall, Leute. Hogsmeade? Eine Weltkarte, ne? Ja. Hier, Leute, schaut einmal. Ja, dann gehe ich einmal dahin. Da muss ich eh hinreisen, Leute. Die Folge ist nachher auch gleich wieder aus. Ich glaub's ja nicht. Wie spät ist es überhaupt? 10.57 Uhr. Okay, es wird 11. Habe noch ein bisschen Zeit, weil ich habe schon Hunger, Leute. Es ist schon Vormittag, also... Ja, geht schon einige Zeit, die Session hier. Es macht so richtig müde, wenn man wirklich eine längere Session einmal hat, was ja schon lange nicht mehr passiert ist bei mir. Wieder mal auf Abenteuertour? Dann wird man müde. Ja, ja, sei einfach leise. Ich muss Testrale sammeln. Somit muss ich da was reingeben, Leute. Ja, ja. Schnee, Leute. Ich muss hier lang. Wow. Erwartet mal ganz kurz. Schaut mal. Ich muss aber auch dieses Ding reingeben, dieses Levioso. Levioso. Leute. Das lässt doch schön sein. Warum? Ich hasse es. Die Testrale sind nicht einfach zu schnappen, Leute. Komm her da. Leute. Wie finde ich denn da Testrale ordentlich? Wie kann ich ihn schleichen? Nö, ich will schleichen. Testrale. Ja, Leute, es ist nicht einfach, hier die Testrale zu fangen. Wie soll ich denn das jemals schaffen? Seht ihr eh, weil... Das mit der Tasche kann man nicht so lange wirken. Ach Leute. Ich hasse es, irgendwas zu fangen. Servus. Levioso.
doch nicht so an. Es wird nichts. Ich versteh's nicht. Bleibt er ganz leise? Schaut mal, der rennt sofort davon. Leviosa! Ja! So! Pass auf dich auf. Sehr gut. Na, Gott sei Dank. Leute, das ist Wahnsinn. Ich hasse Testrale. Testrale mache ich. Ich meine, fangen. So, dann ab nach Hogsmeade. Denn Hogsmeade, da muss ich jetzt nämlich zu Wälzer und Schrift rollen. Ja, dahin reisen, Leute. Die Folge ist nämlich auch schon wieder aus, Leute. Was? Schon? Leute! Das gibt's ja gar nicht. Das ist die Folge schon wieder aus. Ich muss mir einen Kaffee machen. Ich weiß nicht. Aber den Kaffee... Ja, ich muss ihn erst einmal runterlassen. Ja, mit Stupor habe ich auch schon lange nicht mehr gearbeitet. Stimmt eigentlich. Stupor habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Ich bin einfach ein Profi, Leute. Ich brauche keinen Stupor. Nö, natürlich nicht. So, ihr Lieben, aber die Folge ist vorbei. Dann gehen wir in der nächsten Folge dann zu Wälzer und Schriftrollen und kaufen eine Zauberanweisung für ein Zuchtgehege. Zum Glück war das ein Weibchen, das ich gefangen habe. Das ist cool. Dankeschön fürs Zuschauen. Sei in der nächsten Folge auch wieder dabei, wenn es weitergeht mit Hogwarts Legacy. Game over. Ciao.